Grüß Gott und herzlich willkommen bei Panorama in dieser Woche. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. In der Wirtschaftskammer in Bruck an der Mur wurden vor kurzem die Stars of Styria 2016 ausgezeichnet und so vor den Vorhang geholt. Sensationelle Leistungen gab es beim Bundesleistungsbewerb der Feuerwehren im Franz-Fekete-Stadion in Kapfenberg und einen knappen Erfolg des SV Dragös St. Katharain gegen Barschlug haben wir auch zu vermelden und da war Peter Harrer mit seinem Kameramann mit dabei. Im Rahmen von Stars of Styria wurden vor kurzem Lehrlinge mit ausgezeichnetem Erfolg in der Wirtschaftskammer von Bruck an der Mur auf die Bühne geholt. Damit soll auch gezeigt werden, wie erfolgreich unsere Jugend in Sachen Lehrabschluss eigentlich ist. Die WKO Steiermark präsentiert mit den Sponsoren Unica, Raiffeisen und Energie Steiermark die Stars of Styria. Lehrabsolventen, die mit Auszeichnung die LAB geschafft haben und deren Betriebe, sowie jene, die eine Meisterprüfung erfolgreich abgeschlossen haben, werden im Rahmen einer Veranstaltung in den einzelnen Bezirken vor den Vorhang geholt und zu Stars of Styria gekürt, so auch in Bruck an der Mur. Wir wollen unsere ausgezeichneten Lehrlinge wirklich auf die Bühne bitten. Uns ist Ausbildung wichtig, Jugend ist uns wichtig und sind natürlich auch die Betriebe wichtig, die erfolgreich Lehrlinge ausbilden. Und das ist ein ganz großes Anliegen, weil Bildung überhaupt ein großes Thema in der Wirtschaftskammer Steiermark ist. Die Lehre steht bei steirischen Jugendlichen nach wie vor hoch im Kurs. 40,4% des Altersjahrganges haben sich im Vorjahr für die duale Berufsausbildung als ihren Bildungsweg entschieden. Wie sieht es im Bezirk Bruck mit Zuschlag aus? Es schaut gut aus mit den Ausbildungsbetrieben und mit den Lehrlingen. Zwar kämpfen sehr viele Betriebe auch damit, geeignete Lehrlinge zu finden, sind aber immerhin 325 Betriebe, die im Bezirk ausbilden. Und es haben im Jahr 2015 418 Lehrlinge die Lehrabschlussprüfung absolviert. Also insgesamt positiv. Naja, im Bereich des Mürztales sieht es sehr gut aus, was Lehrlinge betrifft. Es gibt sehr viele Betriebe und das ist zu begrüßen, die Lehrlinge ausbilden. Auch die Industrie natürlich und das ist auch sehr zu begrüßen, weil die Lehrlinge und das Know-how, das die Lehrlinge in ihrer Ausbildung bekommen, ja, das Entscheidende ist für die Zukunft der Betriebe im Bezirk und in der Region. Die steirischen Jugendlichen können dabei aus 153 verschiedenen Berufsausbildungen mit 2- bis 4-jähriger Lehrzeit wählen. Wie fühlst du dich als Star auf Styria? Ja, super natürlich. Welche Berufsbezeichnung hast du jetzt? Reisebüroassistentin. War das dein Berufswunsch? Ja, das ist eigentlich das, was mir schon immer taugt hat. Dann habe ich mich beworben und das hat hingehauen. Ja gut, wir sind ein Teilbetrieb der Stadtwerke Bruck an der Mur. Bestehen aus den Reisebüros Bruck an der Mur, Reisebüro Kapfenberg und dem Reisebüro Kindberg. Wir legen schon immer, wie auch alle anderen Stadtwerke, Betriebe, sehr viel Wert auf Eigenausbildung. Und haben natürlich jetzt dann einen stolzen Star auf Styria. Marichhofer GmbH. Ja, ich fühl mich sehr geehrt halt. Und es ist halt eine große Anerkennung. Mich freut es auch. Habe auch viel dafür gelernt. Damals bei der LAB. Also wir bieten laufend Lehrlinge aus. Wir nehmen jedes Jahr wiederum einen Lehrling auf. Bei uns ist es so, die Aufstiegsmöglichkeiten und die Weiterbildungsmöglichkeiten ist beim Kfz-Technik sehr umfangreich. Es ist der Lehrberuf nicht mehr leicht, das heißt, man muss schon dementsprechend was voraussetzen. Dadurch haben wir immer Aufnahmetests. Mit Hofer Lukas war ich sehr zufrieden und er hat die Sache wirklich richtig gut gemacht. Ich bin Industriekauffrau bei der Norstes Kock in Bruck. Und, ja. Ist das dein Traumberuf? Ja, ich habe mich immer schon fürs Büro interessiert und das war dann die optimale Chance für mich. Wir haben über 30 Lehrlinge. Die Silke ist unsere Industriekauffrau, jetzt im dritten Lehrjahr mit Lehrabschlussprüfung. Ja, wir sind sehr stolz auf sie und es war einfach wunderbar mit ihr. Von der ersten Tag weg kann ich nur sagen, es hat uns sehr gefreut, dass die Silke bei uns Lehrling war. Stars of Styria bietet also öffentliche Anerkennung, die für junge Leute sicher sehr wichtig ist. Das ist enorm wichtig, weil die Jugendlichen, die sich da wirklich bemühen, 3 oder 4 Jahre lang und mit Auszeichnung die Lehrabschlussprüfung schaffen,
Es ist ja von 9 schafft es einer. Also das ist eine große Wichtigkeit, dass man diese jungen Leute auf die Bühne holt, beziehungsweise dann die Firmen dazu, weil man kann das nicht genug honorieren, was die geleistet haben, und das ist auch die Zukunft unseres Landes. Auch die Landespolitik weiß sehr wohl, wie wichtig die Facharbeiterausbildung einzuschätzen ist. Ja, es ist ja so, dass es leider zu viel gibt, die wissen, wie es geht, aber keiner kann es machen. Wenn es einen guten Handwerker, einen intelligenten Meister nicht gibt, der ein Produkt, das Ingenieure erfinden, umsetzen kann, dann werden wir im Land nicht erfolgreich sein. Und insofern müssen wir diese Lehrlingsausbildung, Meisterausbildung auch massiv fördern, dass wir weiterhin nicht nur eine intelligente Nation sind, sondern auch produzieren können und am Weltmarkt letztlich erfolgreich sein können. Skoda Marichhofer ist den Autofahrern der Obersteiermark sicher ein Begriff. Nicht nur die Kapfenberger Kicker schätzen den fahrbaren Untersatz dieses Unternehmens. Viele zufriedene Kunden kaufen ihren neuen immer wieder bei Marichhofer. Wir waren beim Herbstfest dieses Unternehmens mit dabei. Skoda Marichhofer Kapfenberg hat allen Grund zu feiern. Der neue Schauraum, der übersichtlich gestaltete Vorplatz für Neu- und Gebrauchtwagen, macht dieses Autohaus besonders kundenfreundlich. Das beweist auch die Auszeichnung, als einziges Skoda Autohaus Österreichs zweimal den Titel The Best Dealer Austria bekommen zu haben. Zur Eröffnung und gleichzeitig auch Herbstfest konnte Firmenchef Thomas Marichhofer nicht nur viele Kunden, sondern auch Raimund Baumschlager, viermaliger Rallye-Staatsmeister, begrüßen. Ja, ich habe heute die Ehre, dass ich da sein darf bei der Eröffnung vom Skoda Autohaus Marichhofer. Und ich mache so Sachen eigentlich sehr gern, weil du triffst so viele Leute, die du bei der Rallye nicht so triffst, weil du die Zeit gar nicht hast. Und da kannst du natürlich mit vielen Fans über das ganze Thema reden, kannst viel erklären, und ja, es ist eine Ehre, wenn man dann mit so einem Auto, wie es wir jetzt haben, mit dem Skoda Fabia R5, da herkommen darf, das im Mittelpunkt der Veranstaltung steht, und das ist für mich eigentlich eine super Aufgabe. Selbstverständlich gab es jede Menge Autogramme, aber auch interessante Details über das Skoda Rallye-Auto. Na gut, die R5-Kategorie jetzt ist es so, dass das eigentlich die modernsten Autos sind von der Privatfahrer- und auch Werksfahrerkategorie, also unter den World Rally Cars. Das ist ja so, dass das Auto 304 PS hat und 1230 Kilo, das ist von der FIA her so vorgegeben. Was auch sehr interessant ist, was sich viele Leute auch wundern, ist über die Technik, was da drinnen verbaut ist. Also du musst aus dem Konzern den Turbo nehmen, da ist ein Bentley-Turbo drinnen. Die Kühler zum Beispiel sind Serie, die sind aus irgendwelchen Konzernautos außer, die halt dann geeignet sind. Die Lenkung ist von einem VW Crafter ein bisschen modifiziert, und da sind natürlich sehr viele Leute dann verwundert, dass da wirklich Serienteile drinnen sind. Ich werde ja oft gefragt, ja, was ist denn da eigentlich nur Skoda oder VW-Konzern? Das ist, glaube ich, ganz gut auch, wenn die Leute mitkriegen, dass da wirklich Serien-Sachen gefahren werden. Und die Möglichkeit, in einem Rallye-Auto zu sitzen, wurde fleißig genützt. Sitzen daher ist traumhaft, aber fahren trauert ich mich nicht. Die Jugend versuchte auf der Autorennbahn das Rallye-Flair nachzuvollziehen. Ich habe heute eine riesengroße Carrera-Bahn aufgebaut, wo man sich die Leistung von den Kunden wirklich herausfordert und auch mitgestoppt wird. Die beste Zeit oder die besten 10 Rundenzeiten werden gekürt mit einem wunderschönen Thermenaufenthalt. Und dass sich Marichhofer und Baumschlager ein Rennen lieferten, war vorauszusehen. Auch wer von beiden gewinnen wird. Baumschlager natürlich. Ob Baumschlager schon einige Schrecksekunden in seiner Rallye-Laufbahn erlebt hat, habe ich ihn gefragt. Ja, da habe ich schon ein paar. Wie gesagt, in 34 Jahren erlebst du das Mögliche. Und ich habe wirklich alles schon erlebt. Also Gegenverkehr auf der Teststrecke und Abstürze ziemlich weit oben, so 40, 50 Meter, zig Überschläge. Also du erlebst einiges, aber ich muss ehrlich sagen, bis auf einmal ein kaputtes Schlüsselbein ist mir noch nichts passiert. Und das zeigt ganz einfach, wie sicher die Autos sind. Jedenfalls war es eine interessante Begegnung mit Rallye-Ass Raimund Baumschlager beim Skoda Marichhofer Eröffnungsfest in Kapfenberg. Wir hoffen, dass unser neuer Umbau gut angenommen wird. Unsererseits bemühen wir uns stets, den Kunden bestens zu betreuen. Musik.
Herzlich willkommen bei Jarbacher, Leoben, Schwammerturm, Bruck an der Mur und Lietzen. Das Wichtigste zuerst, verschenken Sie nicht Ihr Altgold, sondern fragen Sie gleich den kompetenten Sachverständigen, bevor Sie Ihre wertvollen Gold- und Silberstücke verkaufen möchten. Jarbacher, Leoben, Bruck und Lietzen bieten Ihnen gratis Schätzung und Barzahlung bei Ankauf. Auch Bilder, Uhren, Möbel, Porzellan, Gläser, handgeknüpfte Teppiche, Ansichtskarten, Briefmarken, Gegenstände aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg und vieles mehr werden durch geschulte Sachverständige begutachtet, geschätzt und bei Ankauf bar bezahlt. Rufen Sie an Jarbacher Leoben, Schwammerlturm, Bruck an der Mur, am Hauptplatz und Lietzen. Jarbacher, denn niemand hat etwas zu verschenken. Dunkle Wolken? Hagelschaden am Auto? Da hilft nur eines. Lackiercenter Fuchsbichler in Kapfenberg. Die Firma Fuchsbichler ist der Spezialist für die Hagelschadenreparatur. Bei uns werden die Hagelschäden von unserem Herrn Attila, der ist ein qualifizierter Mitarbeiter, lackschadenfrei repariert. Bei unzugänglichen Dellen kommt das Klebeverfahren zum Einsatz. Bei der Firma Fuchsbichler in Kapfenberg gibt es alles aus einer Hand. Das heißt Kalkulation, Reparatur und Abrechnung mit Versicherungen. Der Fuchsbichler macht das Auto wieder gut und schön. In der Kunsthalle Leoben wurde die Ausstellung Faszination Raumfahrt kürzlich eröffnet. In Zusammenarbeit mit der Montanuniversität Leoben und zahlreichen Leihgebern werden den Besuchern Einblicke in die faszinierende Welt der Raumfahrt geboten. Wie ist so eine Ausstellung zustande gekommen? Durch die Initiative von Herrn Professor Bruno Buchmeier. Der ist mit der Idee zu mir gekommen, hat gesagt, ich hätte eine sehr interessante Ausstellung für die Kunsthalle in Leoben. Und ich denke mir, das ist ein Thema, das die Menschen interessiert. Der Leobener Michael Köberl ist schon seit vielen Jahren ein passionierter Sammler von Objekten aus dem Raumfahrtbereich. Ein Schwerpunkt seiner Sammlungen ist auch die Mission, bei der Österreichs erster und einziger Astronaut an Bord zur Weltraumstation Mir mit dabei war. Sie haben einen Teil der Exponate zur Verfügung gestellt. Wie sind Sie zu diesen Ausstellungsstücken gekommen? Also wie ich zu sammeln begonnen habe, wollte ich schon immer mal ein bisschen Hardware auch in den Händen halten. Und ich habe es dann versucht, über die NASA offiziell zu bekommen. Das war natürlich recht schwer, weil die schicken einfach nicht an einen Sammler, also Hitzeschutzkacheln oder Raumfahrtessen. Und viel später habe ich der NASA-Mitarbeiter kennengelernt und die haben dann quasi dann, weil sie eben mit den Sachen arbeiten, die Sachen auch zu Hause gehabt und dann mir für meine Sammlung zur Verfügung gestellt, quasi verkauft. Und was für Stücke findet man da? Oder gibt es einen Schwerpunkt, wo Sie sagen, da sammle ich? Naja, Schwerpunkt ist sicherlich Austromir durch den Franz Fieböck. Ist ja natürlich recht schwer, weil es nicht viele Sachen gibt, an Austromir-Sachen ranzukommen, aber wir haben einen ganzen Haufen auch in der Sammlung, was wir schon zeigen können und ich hoffe, dass es irgendwann ein bisschen mehr wird. Für den Initiator der Ausstellung, Professor Bruno Buchmeier, ist der Standort Leoben bestens geeignet, den Besuchern die Raumfahrt näher zu bringen. Die Montanuniversität ist als technische Universität mit vielen Herausforderungen konfrontiert, die aus der Raumfahrt resultieren. Wo sehen Sie die Zukunft auch im Montanwesen bezüglich des Weltraums? Ja, da gibt es ein paar sehr interessante Dinge, vor allem was die Satellitentechnik betrifft. Gerade in dem Copernicus-Programm von der ESA gibt es verschiedene sogenannte Wächter, das sind die Sentinels 1, 2, 3, 4. Die haben spezielle Funktionen, die können spezielle Signale empfangen. Und so ist es zum Beispiel möglich, aus einer Höhe von mehreren hundert Kilometer Eisenerz zu explorieren. Das heißt, ich brauche nicht mehr bohren oder irgendwas, sondern man kann von dieser Höhe sehr schön Exploration betreiben. Vor kurzem wurde ein neues Feld in Ägypten exploriert. Es gibt in Südafrika neue Fundstätten, die waren nur möglich mit der Satellitentechnik. Den Sternenhimmel zu sehen ist bei klarem Wetter jedem möglich.
Die Erde aus dem Weltraum zu sehen, war bisher nur wenigen möglich und in Österreich bis jetzt überhaupt nur einem einzigen. Welchen Bezug hat Franz Fieböck heute noch zur Raumfahrt? Ja, natürlich gibt es den. Das ist auch nicht so, dass ich so lange keinen Bezug gehabt habe, sondern ich war eigentlich bis zum Jahr 2002 sozusagen intensiv mit Weltraum befasst, weil ich beruflich damit zu tun gehabt habe. Nicht als aktiver Astronaut, sondern auf der anderen Seite, auf der industriellen Seite in Amerika bei der Firma Rockwell und dann Boeing, jene Firmen, die die Apollo-Kapseln oder die Space Shuttles gebaut hat. Und bin jetzt seit 2002 in Österreich tätig bei der Firma Berndorf und seit 2008 da im Vorstand. Wir haben direkt mit Weltraum nichts zu tun, aber dadurch, dass ich noch immer der einzige Österreicher bin, bin ich sehr, sehr viel mit Weltraumaktivitäten konfrontiert und sozusagen im Nebenberuf noch immer dabei. War eigentlich in Ihrer Jugendzeit, oder hat der Weltraum in Ihrer Jugendzeit schon eine Rolle gespielt, dass Sie gesagt haben, ich versuche einmal diesen Weg? Ja, aber ich glaube nicht mehr oder weniger wie bei vielen anderen Buben und Mädeln in dem Alter, die das Glück gehabt haben, die Mondlandung, die erste Mondlandung live mitzuerleben. Da war auch doch ein paar, das würde ich gern machen einmal. Jetzt hofft man seitens der Veranstalter auf reges Besucherinteresse, zumal in letzter Zeit eher rückläufige Besucherzahlen bei Ausstellungen zu entnehmen waren. Nicht wegzudenken sind die vielen freiwilligen Helfer bei den Feuerwehren in Österreich. Und die leisten Enormes. Hier mal ein hochoffizielles Dankeschön allen, die hier für die Allgemeinheit im Einsatz sind. Zum Bundesleistungsbewerb 2016 kamen Tausende nach Kapfenberg ins Franz-Fekete-Stadion und zeigten hier ihr Können. Eine super Veranstaltung, kann ich nur sagen. Bravo! Im Dauereinsatz standen die sieben Kapfenberger Feuerwehren Stadt, Hafendorf, Arndorf, Dimlach, Baschlug, Göritz-Bogier und Böhler. 3 Tage stand nämlich Kapfenberg im Zeichen des Bundesfeuerwehrleistungsbewerbes. Über 3600 Florianis aus ganz Österreich und dem benachbarten Ausland nahmen an diesem Großereignis teil. Monatelang war hart trainiert worden, um den simulierten Löschangriff in rund 30 Sekunden über die Bühne zu bringen. Tausende Fans sorgten mit Trommeln und Trompeten für super Stimmung im Franz-Fekete-Stadion. Dazu konnte man auch viele hochrangige Ehrengäste begrüßen. Wie vor 4 Jahren in Linz war auch heuer in Kapfenberg die Feuerwehr St. Martin im Mühlkreis aus Oberösterreich unschlagbar. Der Favorit dominierte in der Königsdisziplin Bronze A mit 28,42 Sekunden. Auch in der Klasse Silber A ging St. Martin als Bundessieger vom Platz. Begleitet wurde dieses Veranstaltungshighlight von einem tollen Rahmenprogramm wie zum Beispiel der Fachausstellung in der Eishalle und Live-Musik im Festzelt. Ja, wir waren auch in Linz dabei und wir wollten natürlich auch diesmal dabei sein. Wenn man einmal dabei ist, will man immer dabei sein. Feuerwehr, was ist das Besondere? Die gegenseitige Hilfsbereitschaft, die Kameradschaft, der Zusammenhalt einfach. Es ist das Schöne daran, zu den besten Bewerbsgruppen in Österreich zu zählen und eben sich mit den Besten zu messen. Ja. Das ist ganz einfach für uns die Herausforderung. Da trainieren wir 4 Jahre lang hin. Und es ist dann eine große Ehre, wenn dann im Stadion die Bundeshymne gespielt wird und man steht unten als Teilnehmer dabei. Ja, erstens ist es in einer Zeit, in der ja die ganze Welt ein einziger Krisenherd ist, schön zu sehen, wenn da 363 Gruppen, die meisten zwar aus Österreich, aber aus vielen europäischen Staaten, auch hier sind, um ihre Leistung, um ihr Wollen, um ihr Können in friedlicher Art und Weise zu zeigen und dann miteinander sich auch zu besinnen, wofür wir alle eigentlich da sind. Das sind ganz tolle Menschen, die Vorbild für uns alle sind. Gerade in einer Zeit, wo viele ihre Eigeninteressen in den Vordergrund stellen,
stellen die Feuerwehrkameradinnen und Kameraden das Miteinander in den Vordergrund, sind für unsere Sicherheit in ganz Österreich und in Europa da, packen einfach mit an, wenn wir in Not sind. Ich glaube, was Besseres gibt es gar nicht. Also danke an diese tollen Menschen, die mit ihrer Leidenschaft, mit ihrem Einsatz das österreichische Feuerwehrwesen ausmachen. Gemeinsam spielen und gemeinsam Sport zu betreiben, das soll bei den Family Days in Krieglach im Vordergrund stehen. Und die Großen und Kleinen hatten einen Riesenspaß an dieser Veranstaltung. Sport ist in der Marktgemeinde Krieglach nicht nur in der Jugendarbeit ein wichtiger Bestandteil. Auch allgemein versucht man, diesen Bereich zu unterstützen. Der Family Day soll Kindern und Erwachsenen die Möglichkeit bieten, zu probieren und zu informieren, um sich das ganze Jahr über für alle Herausforderungen fit halten zu können. Die Familiensporttage gibt es heute in Krieglach. Wie schauen diese Sporttage aus? Ja, das hat sich eigentlich aus einem Schulsporttag entwickelt. Unser Sportreferent hat eine Idee gehabt, der Ewald Rami, wo seinerzeit quasi die Schülerinnen und Schüler unserer Volksschule und der neuen Mittelschule eingeladen sind worden. Und die Vereine haben sie präsentieren können mit ihren verschiedenen Sportarten, Bewegungsarten. Und aus diesem Schulsporttag hat sich der Familiensporttag entwickelt. Es ist einfach so, dass am Vormittag das Programm für die Schülerinnen und Schüler ist. Und ab Mittag sind die Familien dabei. Also alle Generationen werden da mit einbunden. Und das ist schon heute ein besonderes Erlebnis. Es wird zum 10. Mal durchgeführt. Das ist schon bekannt in unserer Gemeinde und das ist einfach generationenverbindend und das ist einfach eine wunderschöne Veranstaltung. Am Vormittag bereiteten sich schon einmal die Schüler auf die Wettkämpfe vor. Aber bevor es losging, stand noch das nötige Aufwärmen, durchgeführt vom Sportreferenten der Gemeinde, am Programm. Was für Vereine sind da heute vor Ort? Heute sind die ganzen sportlichen Vereine da, das ist der TuS, das Skiteam, dann der Fußballverein, dann haben wir auch die Freunde der Waldschule hier mit unserem Vizebürgermeister, die was immer so lustige Veranstaltungen auch machen. Dann haben wir den Stockschützenverein, den ESV Krieglach, dann haben wir den Schützenverein, die Feuerwehr ist da, die Rettung ist da, also die ganzen Organisationen, also wir haben wirklich sehr viele Vereine in Krieglach. Und wie wird das allgemein angenommen? Ja, wir machen das jetzt schon über 10 Jahren und das wird immer mehr. Also die Besucher oder die Leute wissen schon, wenn der Familiensporttag ist, da passiert was. Da ist wirklich lustiger unten und es wird sehr gut angenommen. Und gibt es da so irgendwelche Wettkämpfe auch und Prämierungen? Wie schaut das aus? Ja, heute haben wir das mit der Hauptschule. Wir haben da so einen Schülerwettkampf, also einen Klassenwettkampf. Da sind 5 Stationen, da machen das die Schüler durch. Und dann gibt es einen Klassensieger und das ist eigentlich der Wettkampf. Und dann für die Allgemeinheit, also für Nachmittag, was noch passiert, gibt es eine große Verlosung mit 10 tollen Preisen, die was unsere Frau Bürgermeister zur Verfügung gestellt hat. Man kann sagen, mit den Family Days hat Krieglach wieder einmal den Nagel auf den Kopf getroffen. Denn neben einer großen Portion Spaß hielten sich Eltern und Kinder dabei auch noch fit.
Beim Schießen ging wohl jeden ein Licht auf, wie wichtig ausreichende Bewegung gerade im heutigen Computerzeitalter ist. Wie ist da der Zuspruch von den Familien, speziell jetzt von den Eltern? Ja, die schätzen das sehr, dass praktisch mit ihren Kindern da herkommen können. Einmal schauen, was haben die Krieglacher Vereine für Angebot, was dann auch ihre Kinder mit einbinden, weil ich sage, Fußball ist bekannt, Musik ist bekannt, aber wir haben ungefähr 30 aktive Vereine da in Krieglach und da sieht man dann, wie vielfältig das Sportangebot oder Bewegungsangebot ist und da können sie die Familien dann einen Überblick verschaffen und dann schauen, wo ihre Kinder die Begeisterung haben oder auch die Erwachsenen und können sie dann dort bei diesen Vereinen anmelden und mittun. Na dann, auf die Plätze, fertig und anmelden. Der Hund, die Katze sind oft wichtige Lebensbegleiter für den Menschen. Aber auch diese Lebewesen sind nicht gegen Krankheiten gefeit. Umso wichtiger ist der Veterinärmediziner, um unseren Lieblingen wieder zur Gesundheit zu verhelfen. Wir besuchten eine Tierambulanz im Mürztal und erfuhren so interessante Einblicke in die Tätigkeit einer Tierärztin. Bei mir können Sie die allgemeine Vorsorgeuntersuchungen machen. Die vorbeugenden Impfungen werden bei mir durchgeführt, Röntgenuntersuchung, Ultraschall und Futtermittelberatung. Ich mache zum Teil auch homöopathische Therapie. Also wenn man so sagen will, Standardtherapie, was so üblich ist, am letzten Stand der Medizin, kann bei mir durchgeführt werden. Wichtig ist vor allem, wie bei der Humanmedizin, die Diagnose. Modernste medizinische Ausstattung und ein Herz für Tiere sind die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Behandlung. Ja, da ist es ganz wichtig, dass man wirklich versucht, dem Tierbesitzer so, dass er auch alles versteht, zu erklären, was mit seinem Tier los ist. Also richtig erklären und Aufklärungsarbeit ist ganz wichtig in der Veterinärmedizin. Auch über die Erkrankung, aber auch über die anfallenden Kosten, dass man dem Besitzer genau erklärt, was man machen kann und was kostet praktisch. Anhand von akuten Beispielen wird die Behandlung diverser Krankheiten bzw. Verletzungen diagnostiziert. Es ist so, ganz wichtig ist einmal eine genaue klinische Untersuchung. Das heißt, man schaut sich die Schleimhäute an, die Augenschleimhäute, die Mundschleimhäute, man horcht sich das Herz an, man tastet den Bauch durch. Das ist einmal das Wichtigste. Und später zur Ergänzung sind natürlich heute nicht mehr wegzudenken in der modernen Veterinärmedizin, dass man eben Röntgen macht oder ein Ultraschall oder Laborbefunde. Also Blut abnimmt wie in der Humanmedizin und schaut, wie sind die Leberwerte, wie schauen die Nierenwerte aus. Wer einen Hund oder eine Katze besitzt, muss wissen, dass er auch eine hohe Verantwortung gegenüber seinem Lebewesen hat.
Nicht nur das medizinische Wissen, sondern auch das psychologische Einfühlungsvermögen tragen sehr zum Erfolg bei. Da sind mehrere Dinge, die man beobachten muss. Einmal das Verhalten. Also viele Tierbesitzer kennen ihr Tier wirklich sehr gut und denen fallen die kleinsten Verhaltensänderungen auf. Was natürlich bei Freigängerkatzen schwierig ist, weil wenn man die nicht so oft sieht, fällt einem nicht sehr auf. Wenn zum Beispiel eine Katze nie auf ein Kisterl geht, kann ich nicht erkennen, ob sie Durchfall hat oder nicht. Das ist bei Wohnungskatzen viel, viel einfacher. Oder aber auch wenn der Hund nicht mehr frisst oder schlecht frisst oder das Futter schlecht kaut, kann das ein Hinweis auf eine Zahnerkrankung sein. Also wirklich das Verhalten, Futteraufnahme und natürlich die Bewegung. Wenn eine Katze nicht mehr auf den Tisch springt oder auf den Sessel, dann kann sein, dass sie also Probleme mit der Hüfte hat zum Beispiel. Wer einen Hund oder eine Katze in die Familie aufnehmen will, muss wissen, dass man für seine Lieblinge auch Zeit und Geld in Anspruch nehmen muss. Also besonders muss man darauf achten, dass man den Hund ja nicht in einem Auto einsperrt, wo dann die Sonne drauf prallt, weil innerhalb kürzester Zeit entstehen da Temperaturen, die einen Hitzschlag hervorrufen, der ja dann letztlich tödlich endet. Und wenn man spazieren geht, nicht auf dem heißen Asphalt spazieren gehen. Und wenn man merkt, dass es dem Hund zu heiß wird, wirklich, dann kühlt man ihn von unten. Also den Bauch abkühlen, dann kühlt der ganze Körper ein bisschen ab. Es heißt, der Hund oder die Katze sind Freunde des Menschen. Aber sind auch die Menschen immer Freunde der Tiere? Das Naturschutzzentrum im Brucker Weidental ist Auffang-, Pflege- und Auswilderungsstation des Landes Steiermark und hat sich in erster Linie den Schutz von Eulen und Greifvögeln zur Aufgabe gemacht. Jetzt gab es eine besondere Förderung durch das Land Steiermark und Landesrat Anton Lang. Das Naturschutzzentrum Weidental im Bruck wurde als Auffang-, Pflege- und Auswilderungszentrum für Wildvögel auf rechtlich abgesicherte Beine gestellt. Welche für die Zukunft wichtige Vorhaben es gibt, wurde bei einer Pressekonferenz kürzlich vorgestellt. Natürlich, Naturschutz ist sehr, sehr wichtig. Wir haben ja in Bruck an der Mur in der Steiermark die einzige Auffangstation für von Aussterben bedrohte Tiere oder verletzte Tiere, die hier wieder gepflegt werden und dann wieder ausgewildert werden. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass dieses Angebot hier in der Steiermark grundsätzlich gibt. Und bei uns ist dieses Naturschutzzentrum ein wichtiger Bestandteil für unser Weidental, das wichtigste Naherholungsgebiet in unserer Stadt. Man ist hier in 15 Minuten in etwa vom Hauptplatz zu Fuß direkt hier im Weidental und genießt diese wunderbare Natur und diese Ruhe, und viele Bruckerinnen und Brucker und natürlich Gäste unserer Stadt kommen gerne ins Weidental, um sich entsprechend zu erholen, zu relaxen und auch hier diese Tierarten entsprechend besuchen zu können. Man hat wieder einiges vor hier im Naturschutzzentrum in Weidental. Was ist das? Ja, wir errichten gerade jetzt oder haben die Finanzierung vom Land Steiermark bereitgestellt bekommen, dass wir Quarantäne- und Krankenstationen hier bauen. Und ja, wir werden das in den nächsten Monaten umsetzen und das ist natürlich auch eine Auflage nicht nach dem Tierschutzgesetz, dass jede Station die Tiere hält, praktisch so eine Quarantäne- und Auffangstation und Krankenstation haben muss. Sie haben schon angesprochen, Auflagen. Wie schwierig ist es eigentlich, solche Auflagen zu erfüllen? Naja, es gibt ja bürokratische Auflagen, nicht? Das ist natürlich eine mühsame Geschichte, aber wenn die finanziellen Mittel bereitgestellt werden und dankenswerterweise ist das jetzt vom Land Steiermark passiert, ist es natürlich auch mit Eigenleistungen anstrengend, nicht, aber natürlich machbar. Nicht? Du bist hier Tierpfleger. Was sind so die Aufgaben eines Tierpflegers hier? Also grundsätzlich geht es darum, einmal die Tiere zu betreuen, schauen, dass sie dass artgerecht gehalten werden. Bei uns ist auch stark im Fokus eben die Auswilderung. Das heißt, wir kriegen im Frühjahr viel Jungvögel und schauen dann, dass sie im Herbst wieder ausgewildert werden, wenn möglich. Was ist denn so eigentlich das, dass man Tierpfleger wird? Ah, man muss natürlich einen starken Bezug zu den Tieren haben und man muss aber auch die nötige Distanz dann auch haben können. Gell? Weil es geht immer darum, die Tiere werden wieder ausgewildert und sie bleiben nicht für ewig da. Und dadurch muss man da einfach, man darf nicht zu viel Beziehung zum Tier aufbauen. Gell? Bei einem Rundgang durchs Gelände konnte man sich ein Bild von der Wichtigkeit dieses Vorhabens machen.
Sie sind ja Obmann von dem Verein hier. Wie sieht man jetzt die Zukunft überhaupt um den Tierschutz? Ja, es ist wichtig, es hat Änderungen im Tierschutzgesetz gegeben. Das heißt, es sind auch die Voraussetzungen für das Betreiben eines Naturschutzzentrums natürlich andere geworden. Und hier ist es notwendig, jetzt eine Krankenstation und eine Quarantänestation entsprechend einzurichten. Das wird in den nächsten Monaten erfolgen, mit dankenswerter Unterstützung durch Landesrat Lang, den Tierschutzlandesrat. Und damit ist auch mittelfristig und längerfristig gesehen das Weiterbestehen des Naturschutzzentrums natürlich gesichert. Herr Landesrat, Sie sind ja für Naturschutz auch zuständig. Was sagt man, wenn man so Projekte sieht, wie sie hier in Bruck vorgenommen werden? Ja, natürlich bin ich als zuständiger Landesrat für Naturschutz und Tierschutz sehr froh, dass es solche Projekte gibt wie hier im Weidental in der Stadt Bruck. Es ist ein Vorzeigeprojekt. Naturschutz, aber auch vor allem Tierschutz geht uns alle an. Und hier gibt es einen engagierten Mitarbeiter, den Herrn Prinz, der ein Team hat, als ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier tolle Leistungen erbringen. Und jetzt ist es so, dass also hier diese Auffangstation mit einer Quarantänestation aufgerüstet wird. Ungefähr 100.000 Euro werden hier investiert und rund 30.000 Euro werden an Eigenleistungen erbracht. Und ich möchte die Gelegenheit benutzen, einfach Danke zu sagen. Danke den vielen Steirerinnen und Steirern, die sich wirklich hier jeden Tag ehrenamtlich für den Tierschutz engagieren. Jeden Freitag und Samstag gibt es ihn, den heurigen beim SC-Treff auf der Brucker Moorinsel. Bei einer urig-steirischen Jause und der dazu passenden Musik lässt man sich gern verwöhnen. Und auch wenn das Wetter heuer etwas unbeständiger ist, hier kann auch der Regen einer guten Stimmung nichts anhaben. Ihr habt so heute einen Heurigen. Was macht eigentlich einen guten Heurigen von der kulinarischen Seite her aus? Eigentlich gute Bredeljausen und dann was Sauers, ein gutes Schweinsbrotenbrot und, ja, und ein gutes Brot von unseren Lieferanten aus Gnas in Herrn Tropper. Und der tut auch Wollschweine züchten, da tun wir ein bisschen Speck auf und ein bisschen garnieren und ich hoffe, es schmeckt die Leute gut. Heute zum Beispiel haben wir Spezialitäten, Bockhändl mit Erdäpfelsalat. Und wir werden dann auch probieren, einmal ein Ripperl vielleicht oder irgendeine andere Spezialitäten, wo sie zum Heurigen gut passt. Ein gutes Tröpferl und eine gute Jausen, das gibt's beim Bruno ja sowieso immer. Du bist ja auf so Festeln recht fleißig immer unterwegs. Heute da beim Bruno, beim Heurigenfest, was macht denn eigentlich eine zünftige Heurigenmusik aus? Ja, da ist eigentlich, dass man auf die Leute eingeht, dass man von Tisch zu Tisch spielt, was die Leute mitsingen können und gemütlich unterhalten, dass sie eine gute Jausen, ein gutes Weintel trinken und ein bisschen musikalische Umrahmung, was das. Was für Lieder werden da vorwiegend gespielt? Gibt es da spezielle Lieder? Ja, so Schunkellieder halt und das Steirisch halt, nicht, was so ein mitsingen können, was bei den Leuten reingeht. Nicht? Weil auf Lautharmonika steht irgendwas instrumental, da gibt ein Musiker was, aber direkt die Leute zu unterhalten, ist wichtig, dass sie mitsingen können und mitschunkeln. Das ist. Nach dem Motto Musikanten spielt's auf, wurde fleißig getanzt und gesungen, war ja auch die richtige Stärkung nicht nur vorzüglichst, sondern auch reichlichst vorhanden. Wie bist denn du zum Harmonikaspielen gekommen? Ja, das war, der Vater hat Harmonika gespielt, die Mutter hat Hockbrettl gespielt. Der Bruder spielt Harmonika, das war die Jodlervergebunden gewesen, Weltmeister in Dauerjodeln. Ich habe mit dem Klarinett angefangen, bin eigentlich dann Saxophon über die Blasmusik und dann habe ich irgendwo der Kollege aufgehört bei uns mit der Harmonika, dann haben wir angefangen, ich selber auch. Mit 30 habe ich auf selber Harmonika spielen angefangen und das ist auch schon wieder 30 Jahre her, dass ich spiele. Ja, das ist. Einmal muss ich, immer muss ich, es geht nicht anders. Und auch wenn Sie diesmal nicht mit dabei waren, es gibt ihn ja heuer noch einige Male, den Heurigen beim Bruno im SC-Treff auf der Moorinsel in Bruck. Das ist
MEMA-TV blickt auch gerne einmal über den Tellerrand hinaus, um den Kulturinteressierten auch da und dort zu zeigen, was es an kulturell Interessantem auch in anderen Regionen gibt. Es gibt den Weg, heißt eine Gedächtnisausstellung zu Richard Krathochwyl, Künstler und Kulturarbeiter. Richard Krathochwyl ist einer der wenigen in der Steiermark und in unseren Breitengraden, die zugleich in der Arbeitswelt tätig gewesen sind, die ihre kleine alltägliche Kulturarbeit geleistet haben, als Kulturreferent in der Elin Weiz, heute Siemens, auch als Gemeinderat der Stadt Weiz und zugleich ein großartiger Künstler gewesen ist, der viel zu wenig Beachtung fand und der viel zu wenig Beachtung bisher gefunden hat. Wir haben uns den Weg gesucht als Kulturinitiative, weil wir jene Persönlichkeiten, die wir glauben, dass sie zu wenig Beachtung finden und zu wenig Förderung erfahren, in den Vordergrund schieben. Richard Krathochwyl, Gründungsmitglied des Forum Stadtpark, immer sehr eng mit dem Forum Stadtpark verbunden. Und jetzt ergibt sich wieder einmal eine Gelegenheit, Richard Krathochwyl in den Mittelpunkt des Geschehens zu stellen. Sie haben das alles arrangiert. Ich habe die Freude gehabt, dass die Steirische Kulturinitiative an uns herangetreten ist mit dieser Idee, dieser Kooperation. Und wir haben das natürlich sehr, sehr freudig entgegengenommen, diese Idee, die war zwar sehr kurzfristig, diese Ausstellung zu machen, initiiert, wie gesagt, von der Steirischen Kulturinitiative durch Herbert Nichols Schweiger vorneweg. Aber wir haben die Chance genützt, um, wie Sie es richtig sagen, diesen Kontakt in die Geschichte des Forum Stadtpark wiederherzustellen. Im Forum Stadtpark, die Steirische Kulturinitiative würdigt posthum Richard Krathochwyl. Im grünen Ambiente des international bedeutenden Forums wird uns das Wirken und das Schaffen des Künstlers näher gebracht. Richard Krathochwyl war ja auch Gründungsmitglied des Forum Stadtpark. Es gibt den Weg und man kann sagen, Sie haben ihn gefunden. Diese Ausstellung hier im Forum Stadtpark hat einen ganz besonderen Grund. Ja, also der Grund ist Richard Krathochwyl und seine künstlerische und kulturpolitische Arbeit endlich mal zu würdigen, nochmal hervorzubringen und auch darauf hinzuweisen, dass er als Gründungsmitglied des Forum Stadtparks und der jungen Gruppe jetzt nochmal präsent sein sollte. Was fasziniert Sie an Richard Krathochwyl? Also einerseits fasziniert mich diese wahnsinnig unterschiedliche oder durchwachsene oder variationsreiche Arbeit, die er hinterlassen hat. Jetzt vorhin kam ein Besucher rein in die Ausstellung und hat gefragt, ob es eine Gruppenausstellung ist. Also dass er an so vielen künstlerischen Werken gearbeitet, Richtungen gearbeitet und trotzdem alle in ordentlicher Weise ausgeführt hat. Die Steirische Kulturinitiative hat wieder einen Markstein gesetzt mit dieser Ausstellung. Tatsächlich, weil Richard Krathochwyl gehört zu den wenig bekannten, aber umso wichtigeren Menschen, die ab den frühen 1950er Jahren bis zum Ende dieses vorigen Jahrtausends als Künstler maßgeblich war, als Kulturpolitiker im Sinne von Kulturarbeiter wichtig war und der in den größten Sammlungen, die in Österreich für Fotografie vorhanden sind, vertreten ist. Die Steirische Kulturinitiative setzt immer neue Maßstäbe in der Szene. Mit sehr viel fachlichem Know-how ging die Gestalterin zu Werke. Es gäbe auch sicher den Weg, mehr gegen den Bedeutungsverlust in der Kulturszene zu unternehmen. Damit sind wir beim Sport gelandet und hier im Speziellen beim Fußball. Ein spannendes Spiel gab es zwischen dem SV Dragös St. Katharain und der Mannschaft des SC Baschlug. Die Lammingtaler gewinnen knapp und glänzen jetzt von der Tabellenspitze. Wir Österreicher haben ein besonderes Talent. Wir bringen Dinge zusammen. Anstrengung und Entspannung. Arbeit und Genuss. Aber den Geschmack der Heimat in einem einzigen Schluck zu vereinen, das muss erst einmal einer zusammenbringen. Gut, besser, Gösser. Österreichs bestes Bier.
Willst du immer gut ankommen mit einem Ford? Er hat alles, was du brauchst. Neu bei Ford. S-Max und Galaxy jetzt auch mit Allradantrieb. Ford ist der Einzige, der Allrad und Automatik anbietet. Eine unverbindliche Probefahrt wird dich überzeugen. Es gibt außerdem jede Menge Neuigkeiten, auch bei Ford Nutzfahrzeugen. Wenn du ein Auto suchst, du findest es bei Huber Kapfenberg. Gefällt's mir? Ja, gefällt's mir auch. Grüß dich, darf ich dir für ein Bier lohnen? Nein, aber darf ich dir für ein Kracherl lohnen? Ja. Das Gösser Bierkracherl für Erwachsene. Absichtlich alkoholfrei. Prost! Prost! So viel da, jetzt das nicht geben. Gut, besser. Gösser Kracherl. Anruf genügt und sie kommen, wann immer sie gebraucht werden. 24 Stunden, 365 Tage. Juri, das Dienstleistungsunternehmen mit Standort oben Nickelsdorf. Juri ist Ihr zuverlässlicher Partner, wenn Reinigung, Kanalverstopfungen, Absaugungen, Grubendienst und vieles mehr, ob privat oder Industrie, benötigt werden. Juri Nickelsdorf hat die richtigen Fahrzeuge für jeden Einsatz. Es ist ein Kia, von dem Sie schon immer geträumt haben. Der neue Kia Sportage, jetzt bei uns im Autohaus Huber in Nickelsdorf. Natürlich mit der 7 Jahre Kia-Garantie. Er hat jede Menge Ausstattungsmöglichkeiten. Aber das Fahrzeug kann noch wesentlich mehr. Spurhalteassistent, Notbremsassistent, selbstständiges Einparken, parallel rückwärts einparken, Querverkehrassistent und viele, viele weitere Highlights sind in dem Auto versteckt. Eine unverbindliche Probefahrt bei Huber Nickersdorf wird Sie überzeugen. Dann werden Sie vom neuen Kia Sportage nicht nur träumen, sondern Sie werden ihn fahren. In der Gebietsliga Mürz gibt es an diesem Wochenende eine heiße Partie mit dem Derby SV Laming Dragös gegen SC Paschlug. Der Tabellendritte Dragös Laming trifft auf den vierten, auf den FC Paschlug. Dragös Laming liegt einen Punkt hinter dem Tabellenführer, hinter Gußwerk, und Paschlug drei Punkte. Und vielleicht gibt es nach dieser Partie heute einen neuen Tabellenführer. Guter Besuch und beste Stimmung beim Gebietsliga-Derby Dragös St. Katharain gegen SC Paschlug. Dragös-Obmann Timo Riegel blickt dem Match sehr zuversichtlich entgegen. Das wird ja heute eine heiße Partie da zwischen Dragös, Katharain und gegen Paschlug. Ja, ich denke, heiße Partie. Ich glaube, so beide Mannschaften wie Dritter gegen Vierter. Es ist, glaube ich, ein Spitzenspiel auch. Und ja, wir haben, glaube ich, eine gute Mannschaft heuer, eine gute Saison, gut gestartet in Gußwerk. Okay, die Punkte hergeben. Daheim erhoffen wir heute drei Punkte. Und ich glaube, ich bin guter Dinge, dass wir die drei Punkte heute einfahren gegen Paschlug. Du hast ja selbst lang gekickt, sogar in der zweiten Division einmal. Was wird denn heute wichtig sein bei dem Boden und bei dem Match? Ich denke mal, die Tageseinstellung wird das entscheiden. Ich glaube, auch in dieser Liga ist es nach wie vor so, dass jeder in jeden Schlag kann, wenn du einen schlechten Tag hast, verlierst, sonst gewinnst du es. Aber die Qualität ist schon besser geworden gegenüber vorher. Ich glaube, dass man den Ball flach halten soll bei dem Wetter und einfach das Spiel nach vorne forcieren werden. Und Angriff ist die beste Verteidigung. Der Spielleiter heute, ein Mann mit Erfahrung, Peter Schuhajek aus Zeltweg. Paschlug in gelb-schwarz spielend kommt da gleich zur ersten Möglichkeit. Stefan Wagner rollt am langen Eck vorbei. Es entwickelt sich eine schnelle, kampfbetonte Partie. Sivkovic, Paschlug übernimmt den Ball, der Volley trifft die Stange. Die Dragos-Fans können durchatmen.
Beide Teams legen da einiges auf den Rasen. Der Platz in schönem Zustand, da macht das Kicken Spaß. Auch die heimische Truppe von Trainer Harry Kotzek gab bestens eingestellt. Guter Dragös-Freistoß von Giunglio Kostel, Ebner pariert. Der pfeilschnelle Thomas Griesmeier testet mit Granate Emanuel Ebner im Baschlugtor. Darauf folgend kommt es zu einer heißen Szene im Baschlug-Strafraum. Doga geht zu Boden, will Elfer. Schiri Schuhanek lässt weiterspielen und hat durchaus recht. Dann gibt's noch einen Dragössitzer. Doga hat schlecht gestoppelt, rutscht in aussichtsreicher Position aus. Knapp vor der Pause verletzt sich Baschlugs Leistungsträger Dani Gruber. Das schaut nicht gut aus. Mit dem 0:0 geht's in die Pause. Tolle erste Hälfte beider Teams. Nur die Tore, die fehlen noch. Zwei junge steirische Kicker treffen in der deutschen Bundesliga aufeinander. Was ist das für ein Spiel und wie heißen die zwei jungen Kicker? Der HSV spielt gegen Red Bull Leipzig. Und auf der anderen Seite ist der Gregoritsch, der Michael, und auf der anderen der Marcel Sabitzer. Ja, das hast du einmal sehr gut beantwortet. Und die zwei jungen Kicker haben natürlich auch Väter, die sehr bekannt waren und selbst gekickt haben und höher. Boah, da. Einer ist der Herfried Savitzer, der Vater von Marcel. Und vom Gregoritsch Michael ist der Vater der Werner Gregoritsch. Und der Werner Gregoritsch ist Trainer wo? Der ist jetzt bei der U21 von Österreich, der Trainer. Und der Werner Gregoritsch hat unter anderem auch trainiert in? Kapfenberg. So ist es. Und damit hast du zwei Thermankarten. Gratulation. Ja, danke schön. Ah, der Stadi, der macht da wieder tolle Bilder für die Chronik. Auf geht's in die zweite Spielhälfte. Baschlug hat da wieder den ersten Sitzer wie in Hälfte 1. Schmid knallt am langen Eck vorbei. Die Gäste starten da wieder einen super Angriff, aber nach Reingabe gibt's keinen Abnehmer. Dicke Luft im Gästestrafraum, da geht's ganz schön um. Da lassen wir die Bilder sprechen. Schiri Schuhanek wird's heute nicht langweilig. Abwechslung gibt's genug beim Match heute. Doga trifft da die Stange, lässt die Chance liegen. Beide Teams auf Augenhöhe. Wer das erste Tor heute macht, der wird wahrscheinlich die Partie gewinnen. Nun kommt's zur Schlüsselszene im Spiel nach Dragös-Angriff. Doga spielt da auf Voller und der macht das 1:0 für Dragös in Minute 82. Die Freude bei den Heimischen natürlich riesengroß. Kann der Baschlug das Match noch drehen oder gibt's den Dreier für Dragös? Wir sind schon in der Nachspielzeit, da gibt's den letzten Gästesitzer, aber der Schuss zu saft- und kraftlos. Das war's, Dragös Katerein schlägt im Spitzenspiel der Gebietsliga Mürz Baschlug mit 1:0. Mitterdorf Gusswerk änderte mit 1:1, dadurch ist Dragös der neue Tabellenführer. Die Stimmen zum Spiel. Du hast heute einen Kosten reingehalten. Dragös Laming hat da Katrin 1:0 gewonnen gegen Baschlug. Was war der Schlüssel zum Erfolg und was hast du zum Match zum Sagen? Ja, also zum Match einmal, es war eine rassige Partie mit viel Tempo. Es waren Chancen dort und da. Wie gesagt, also wenn man das Match angeschaut hat, wir haben das glücklichere Ende für uns gehabt, weil wir es da gemacht haben. Ja, hätten natürlich auch anders lassen können, wenn man sich die erste Halbzeit anschaut mit dem Stangenschuss von Baschlug, da haben wir recht viel Glück gehabt. Aber ich sage einmal, vom Chancenüberfluss her waren wir doch ein Tick stärker und deswegen sage ich mal, der Sieg verdient in der Hinsicht. Ja, und jetzt wartet man natürlich, wie spielt Mitterdorf gegen Gusswerk? Das könnte heute vielleicht mit dem Sieg die Tabellenführung sein. Auf das schauen wir jetzt eigentlich gar nicht. Wir haben uns jetzt zugesetzt, dass wir oben mitspielen.
wenn sie jetzt da hin haben, dann ist der Tabellenführung natürlich schön. Wenn sie in die nächste Runde als Tabellenführer gehen, wir schauen einfach von Spiel zu Spiel und was die anderen machen, das kann uns eigentlich egal sein, solange wir unsere Punkte machen. Ja, und wie den Verein kennt, noch so einen Sieg, gibt es natürlich eine klasse Feier. Das ist auf jeden Fall. Didi, der Schluck hat heute eine gute Partie auf den Rosen gelegt, da in Dragössen, Katrin, aber woran ist das eine 1-0 Niederlage zur Ursache? Naja, ich sage, es hilft nichts, wenn du, sag ich mal, gut spielst. Der Einsatz hat gepasst, die Mannschaft hat 90 Minuten alles gegeben. Ja, leider, du hast dann einmal nicht aufgepasst, dreimal drei Stellungsfehler bei einem Auteinwurf und so sind wir halt, ist halt das 1-0 entstanden. Und das, ja, das darf eigentlich nicht passieren, wenn du nochmal einen Titel mitspielen willst. Ja, und was natürlich wehtut, mit der Niederlage hat man nach vorn hin ein bisschen am Boden verloren. Ja, ich sage, es sind nicht 5 Punkte auf Dragössen. Es ist bei der 3-Punkte-Regel sicher das noch nicht so dramatisch. Natürlich schaut es jetzt hinter der Tabelle nicht so gut aus, aber es ist jetzt die 5. Runde. Heuer sind noch 6. Ich sage einmal, wir sind jetzt vor der Auslosung vielleicht ein bisschen begünstigt gegenüber dem, was vor uns sind. Ja, schauen wir mal. Also aus meiner Sicht ist noch gar nichts verloren. Also wir werden weiter angreifen. Weniger gut geht es momentan den Damen des DFC Leoben LUV Graz. Gegen die Mannschaft von Sturm Graz setzte es eine empfindliche Niederlage, wie Bert Oberhauser zu berichten weiß. Ein heißer Abend und eine kalte Dusche. Das waren die Merkmale des Bundesliga-Fußball-Derbys DFC Leoben LUV Graz. Gegner der Spielgemeinschaft waren die Spielerinnen von Sturm Graz, die das erste Mal seit ihrem Bestehen in der Champions League vertreten sind. Gute Atmosphäre an diesem heißen Spieltag. Das Geschehen war eingetaucht in die Flutlichtstrahler auf dem Grazer LUV-Platz. LUV in den dunklen Dressen und die Sturmdamen ganz in weiß wie einst das Fußballballett von Real Madrid. Nun zum Spielgeschehen. Nach kurzem Geplänkel hat es im LUV-Tor eingeschlagen. 1-0 für den Stadtrivalen. Das an und für sich gut besuchte Match war aber doch eher von der effizienten Spielweise der Damen in Weiß geprägt, denn es dauerte nicht lange und schon hieß es 2-0. Langsam überkommt Spielerinnen und dem Funktionärsteam das ungute Gefühl, dass die Spielgemeinschaft in diesem zweiten Heimspiel der neuen Saison wieder leer ausgehen könnte. Zurzeit ist bei uns einfach, es ist der Wurm einfach drin. Ich glaube, wenn das Tor leer ist, haben wir auch Probleme, dass wir den Ball reinbringen. Es ist, die Mädchen, sie sind bemüht, sie spielen, sie rackern. Man kann ihnen absolut keinen Vorwurf machen. Aber es wurmt eben, ja, Torabschluss. Ich weiß es auch nicht, aber wir haben ein großes Problem zurzeit. Die zweite Spielhälfte zeigte allerdings, dass die Damen der Spielgemeinschaft doch konditionell noch zuzusetzen hatten. Und die Spielerinnen in den dunklen Dressen kamen immer wieder besser ins Spiel. Und wie es so oft passiert bei Fußballspielen, gerade in dieser Phase erzielten die Champions League-Teilnehmerinnen von Sturm Graz das 4. Tor. Um zu beweisen, dass die Mannschaft der Spielgemeinschaft es auch anders kann, schoss die Spielerin mit der Nummer 6 doch noch das sogenannte Ehrentor. Erfahrene Fußballexperten kennen die Dramaturgie einer Meisterschaft nur allzu gut. Und die Frage, die aufgeworfen wird, lautet: Lauert hinter irgendeiner Ecke schon das Abstiegsgespenst? Okay, wir haben ein sehr junges Team, einen wirklich minimalen Kader, etliche Verletzte. Das spielt natürlich auch mit. Aber ja, unsere Partien werden schon noch kommen und die Punkte werden auch kommen. Das war wieder einmal unsere Sendung Panorama in dieser Woche. Ich bedanke mich für Ihr Interesse an unserem Programm und wünsche Ihnen weiterhin schöne Tage. Bis zum nächsten Mal. Wiederschauen.